Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play DayZ. Ja, wir sind jetzt hier beim Airfield in Balota angekommen. Suchen wir uns mal eine kleine hübsche Stelle, wo kein Zaun ist da hinten. Hier ist überall. Dann werden wir den nochmal durchsuchen. Komplett nochmal. Hier ist auch schon kein Zaun, oder doch? Da aber nicht. Wartet kurz. Also ich bin ja immer noch krank. Ich nehme ja im Voraus auf, deshalb wahrscheinlich bin ich schon längst nicht mehr krank, als diese Folge erscheint. Ich weiß nicht, ist schon 2014, als diese Folge erscheint. Keine Ahnung. Aber ich nehme gerade echt viel DayZ auf. So, Sonne, wo bist du denn? Da, hoffentlich aufsteigend. So, und der auf uns geschossen hat, scheint weg zu sein. Ist auch gut so. Aber nicht, dass der die Sachen hier aus dem Airfield hat und jetzt die schon weg sind. Kann wieder richtig machen. Ich lasse jetzt einfach mal den Prozessorlüfter, das Gehäuse auf. Ich glaube, das ist besser. Kann man übernehmen, mal hier nicht abrackern. Also sehen tue ich ihn nicht. Aber wir haben ein Schweineglück, dass der uns nicht getroffen hat, Mann. Wie das wohl ausgegangen wäre. Will ich gar nicht wissen. Der hätte uns erschossen. Der hätte uns angeschossen. Hat wir versucht, vielleicht wegzurobben und dann uns zu bandagieren. Das wäre schon spannend geworden, aber wir hätten garantiert verloren. Weil was sollen wir gegen einen machen, der eine Waffe hat? Das wird dumm von ihm zu schießen. Er hätte näher rankommen müssen. Aber hat er nicht gemacht und das ist gut so. Wir leben weiterhin. Und ich habe auch nicht vor, so schnell zu sterben. Aber müssen auf jeden Fall, wenn wir dann wieder in dieser namenlosen Stadt sind, total aufpassen auf den, dass er nicht uns erschießt. Wir dürfen auf jeden Fall müssen immer gucken, wo wir hinlaufen. Ob wir ihm irgendwie vor die Flinte laufen oder so. Nichts. Nicht, dass es schon alles leergeräumt ist. Das wäre echt scheiße. I want to drink something. Ja, ja, ja. Komm, jetzt trinken wir einfach mal die Soda. Drink. Ich weiß, sie bringt wahrscheinlich jetzt nicht alles. Guck, da sehen wir unsere geile Maske. Wir müssen einfach gucken, ob hier irgendwo Dings ist. Das sieht alles so sehr, sehr geräumt aus. Es ist leer geräumt aus und das gefällt mir null. Hey, da sind Schuhe. Hier. Warum ist das alles so leer? Können wir aus Schuhen was herstellen? Nö, ne? Inspect. Pristine. Wie sind unsere Schuhe denn? Pristine. Okay. So, durstig sind wir jetzt nicht mehr, dennoch wäre es super schön, eine Wasserstation zu finden. Weil trinken ist immer gut. Aber dass wir den Hasen eben nicht killen konnten in der letzten Folge, das wundert mich. Das wundert mich. Sind wir schon an den Baracken? Denn die sind hier irgendwo. Ich glaube, die dürften hier sein, oder? Yep. Denn in denen soll häufig Munition sein. Habe ich in Gerüchten gehört. Aber so groß wirkt die Spielwelt irgendwie gar nicht, wenn man durchläuft. Guck mal, wie schnell wir von Balota alleine nach Tscherno gekommen sind. Hat nicht gerade lange gedauert. Komm, ist hier nicht irgendwo da hinten? Ein Riss in der Mauer. Nicht so viel rennen, weil ich glaube, das macht uns ja auch erledigt. Das macht uns auch erledigt. Das ja, sorgt auch dafür, dass wir schneller erledigt sind und das wollen wir ja nicht. Nehmen wir nicht an, dass hier was ist. Nope. Hier geht's durch. Gut, dann durchsuchen wir die Scheiße mal, ne? Hab ich nicht gesagt.
Oh Mann, ich glaube, das ist schon alles leer geräumt. Das wäre kacke. Hey, da ist was. Ein Holz da. Oder? Hallo. Buttstock Inspect. Leiterinfo. Buttstock von Moor. Ah. Das ist ein. Wie heißt das? Ein Schaft für die M4. Können wir die Waffe modifizieren. Jetzt müssen wir nur noch eine M4 kriegen. Und Munition für die M4. So, alles schön der Reihe nach ab. Nehmen ab. Ja, wie heißt das? Plündern, sagen wir einfach mal. Kein schönes Wort, aber wir machen hier nichts anderes außer plündern. Diese Lecks nerven irgendwie. So, komm, die Kanone funktioniert ja noch bestimmt, ne? Wäre schön, wäre cool. Oh. Wahrscheinlich waren das Infizierte, die begraben wurden. Also in so einem Massengrab. I'm thirsty. Meine Fresse. Kannst du nicht mehr kurz ohne Trinken aushalten? Oh, no, 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 no. Hier waren wir. Dann da hinten. Ich nehme mal nicht an, das, was in den Zelten ist, oder? Es wäre echt viel Arbeit, die Zelte so zu durchsuchen. Ich würde ja interessieren, wann diese Teile aufgebaut werden sollen. Also wann die sozusagen aufgebaut wurden. Ob die vor der Infektion schon da waren. Oh Gott, wie heißt denn das? Der Apokalypse nennen wir es einfach mal. Ob die schon vor der Apokalypse da waren, die Militärbasen, oder ob die deswegen eingerichtet wurden. Wenn es deswegen war, waren sie auf jeden Fall ziemlich unnütz, diese Teile. Außer, dass jetzt die Leute danach ziemlich viel zum Plündern haben. Das ist gut. Ich will eine Waffe, 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 dum, 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 Waffe, 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 will eine Waffe, Waffe, Waffe. Ich bin hier mit allem zufrieden, solange wir dafür auch noch Munition finden. Techlight oder so. Batterie und Flashlight, die ist sogar an. Na, wir haben alles. Pristine. Born Weapon Flashlight. Brauchen wir nicht. Brown Jeans mit Taschenlampe. Inspect. Den nimmt schon. Komm, wir nehmen aber einfach mal die und tauschen die gegen die aus. Ist jetzt ausgetauscht? Keine Ahnung. Ein Toter. Und da ist was. Da ist auf jeden Fall viel drin. Aber kein Zombie, das ist schon mal gut. Tür zumachen. Flashlight. Dings, I want to drink something, ja. Rags. Combine Rags. Warum gibt es da so ein Geld? Magazin. Stanag Mac, geil. Und wir brauchen jetzt langsam mal einen Rucksack. Also das Stanag Mac nehmen wir natürlich auch mit, aber... Was nehmen wir dafür raus? Handcuff Key. Saline Bag. Gas Canister. Dasselbe halt nochmal. Wir nehmen. Die Keys raus. Hallo. Das da rausnehmen. Ich will was rausnehmen, Leute. No message received for 40 seconds. Yay. Server wechseln. Kein Wunder, dass das nicht ging. Dann. 27, 30. Dann müssen wir gleich wieder von vorne durchsuchen. Yay. Naja, mehr Loot haben wir dann. Vielleicht oder auch nicht. Vor allem ist jetzt die Scheiße. Jetzt ist natürlich das Magazin nicht mehr da. Hammergeil. Mann, no. So,
Tschüss, Magazin. Wir haben irgendwie nicht unser Glück mit Waffen. Da links war was drin, ich weiß. Wupp. So. Von vorne durchsuchen. Jetzt durchsuchen wir aber mal nur die größeren Teile. Ich glaube, die kleineren, da ist nichts. Da können wir gerne noch durchsuchen. Da ist ein Waffenholster. Und hier ist irgendwas Nützliches. Olive Tactical Shirt. Damaged. Damaged Black Hoodie. So, alle da rein, bitte. So, und das Tactical Shirt. So, jetzt sehen wir doch mal stylisch aus, Mann. Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. So, Chest Holster, Pristine, Pristine, brauchen wir nicht. Ey, da. Schwebt Munition, Schrotflinten Munition. Ich sehe es doch. 12 Gorg Slug. Gaskanister brauchen wir nicht, ganz ehrlich. Haben wir unseren Schaft noch? Ja, den haben wir noch. Weil eben kein Magazin, das wir für Dings benutzen könnten. Für die M4. Nur das bringt uns alles natürlich nichts, wenn wir keine Waffe finden. Da haben wir noch ein Scope, glaube ich. Optics, ja. Ich weiß ja gar nicht, was wir alles rausschmeißen sollen. Inspect. Battery Power, Non-Magnifying, Red Dot Type of Reflex. Was schmeißen wir denn dafür raus? Ich weiß es langsam nicht mehr. Keys. Ah, so viel. So. Ich brauche einen Rucksack, Leute. Also ein Rucksack ist mir jetzt eigentlich mit das Wichtigste gerade. Weil wir haben schon so viel Nützliches eigentlich gefunden. Da wäre ein Rucksack schon ziemlich geil. Ich würde natürlich auch immer eine Waffe nehmen, aber ist immer so die Frage, was besser ist, ne? Schuhe brauchen wir nicht. Ich finde ja, wir sehen voll gut aus in diesen Klamotten. So, hier ist nichts. Warte, wir sind da lang gelaufen und haben da links was gesehen. Okay, das war eine Schuhe, die wir gesehen haben. Alles klar. Wir haben echt kein Glück mit Magazinen. Immer wenn wir welche finden, können wir sie haben, behalten wir sie nicht. Aus unnatürlichen, nicht spielinternen Spielfehlergrundteilen. TSK Overage Grey Cargo Pants. Wir könnten da jetzt alles reinlagern. Sieht zwar nicht so toll aus, aber dafür hat's. Ist es besser. Form. Da oben was drauf. I'm thirsty, okay. Dass der echt im Sekundentakt Durst kriegt. Oh, kugelsichere Weste. Tactical Vest. Constructing using heavy duty fabrics. This tactical vest can be adjusted to the vest of consist of a number designed to hold everything a soldier requires. Also vielleicht keine kugelsichere Weste, aber auf jeden Fall. Da müssen wahrscheinlich Chest Holes da raus, oder? Ja. Alter, Leute, lockt euch das an. Hammergeil. Ups, nicht runterfallen. Wir wollen nicht sterben. So, dann könnten wir jetzt eigentlich nochmal zurückgehen und Sachen holen. Es ist viel mit herumlaufen. Wo war's? Hier irgendwo. Irgendwo musst du uns entscheiden, was wir zurücklassen. Ich weiß nicht mehr wo. Hier war es schon nicht mehr, oder? Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und sage dann Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wartet. Euer DCG.